Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Summertime, Summer Feeling, endlich ist es Sommer. Und zu diesem Thema haben sich wieder viele Magnolia-Mädels und viele YouTuberinnen zusammengetan, um für euch tolle Videos zu drehen und hochzuladen. Ja, heute wird es in meinem Video um Picknick gehen. Draußen essen, draußen genießen, das gehört doch wirklich zum Sommer dazu. Wir werden heute leckere Sandwiches machen und ein leckeres Dessert. Freut euch und bis gleich. Für die leckeren Sandwiches brauchen wir so einiges. Einmal Halloumi-Käse. Ich habe hier einen von Bio Verde gewählt. Der ist schon mit Kräutern versehen, lässt sich sehr, sehr gut anbraten. Hier habe ich eine Art Soja-Joghurt von Provamel, den ich momentan sehr, sehr oft benutze, weil der sehr, sehr vielseitig ist und wirklich sehr, sehr lecker, lecker, lecker ist. Toastbrot brauchen wir. Ich habe mich entschieden, einmal weißes zu nehmen und einmal Vollkorntoastbrot. Das gibt so einen ganz lustigen Kontrast, finde ich, wenn eine Seite hell und eine Seite dunkel ist. Wir brauchen ein bisschen Salatgurke, ein bisschen Rucola Salat, den Saft von ungefähr einer halben Zitrone. Hier haben wir getrocknete Tomaten, die von Alnatura benutze ich heute, die sind wirklich sehr, sehr köstlich. Dann brauchen wir noch, das sieht man glaube ich gar nicht, dann brauchen wir hier vorne steht noch etwas Senf. Ich habe den Senf von Zwergenwiese gewählt, weil ich den einfach am allerbesten finde. Der ist so mittelscharf und etwas Meerrettich vom Biodo. Das kommt auch noch nachher in die Salatsoße rein. Da hinten steht noch in der Ecke Gewürzsalz und einmal Meersalz und einmal etwas Chili. Alles aus der Mühle, finde ich momentan auch sehr praktisch. Und ich würde sagen, da ich halt zum Picknick muss, machen wir uns schnell auf, die Sandwiches zu kreieren, damit wir hier auch endlich mal loskommen. Wir beginnen mit dem Dressing für das Sandwich. Das ist sehr, sehr einfach. Wir geben ein bisschen Sojajoghurt und dieser Pseudo-Joghurt vom Provamel. Den geben wir einfach hier in eine Schüssel. Dann benutzen wir etwas Agavendicksaft. Du kannst auch ein bisschen Zucker verwenden. Ja, das habe ich jetzt mal wieder kurzfristig entschlossen. Etwas Olivenöl, gar nicht so viel, nur so ein bisschen. Dann kommt ein Schluck Zitronensaft hinzu, aber auch nur so ein Schuss. Und das war es dann auch schon. Dann ein bisschen Senf. Ein bisschen Meerrettich. Wir geben ein bisschen Gewürzsalz rein, gar nicht jetzt so viel, nur ein bisschen für die Würze. Dann geben wir jetzt Salz hinzu. Macht das so viel, wie ihr mögt, wenn ihr denkt, Mensch, da muss jetzt mehr Würze rein, etwas mehr oder etwas weniger, ein paar Chiliflocken, die etwas weniger, weil das Ganze ist doch wirklich sehr, sehr scharf oder kann sehr, sehr scharf werden. Und jetzt einmal umrühren, bevor dann gleich noch die Kresse hineinkommt. Und wenn ihr jetzt denkt, was ist das denn jetzt für ein grüner Gemüsegarten? Ja, das sind die Kräuter, die hineinkommen. Um Gottes Willen, nicht die ganzen Kräuter. Ihr seht da unten die Bio-Kresse, die nachher auf jeden Fall in die Sandwich-Soße kommt. Frischer Basilikum, frische Petersilie, das Ganze natürlich im Maßen. Sonst wird es ja eher ein grüner Smoothie werden und das wollen wir nicht. Deswegen, ja, alles klein schneiden und nachher in die Sandwich-Soße ein bisschen frische Kräuter. Dürfen natürlich nicht fehlen. Auf Tiefkühlkräuter kannst du natürlich auch zurückgreifen. Und jetzt geht's los. Sandwich-Dressing. Es eignet sich auch super als Salat-Dressing. Es ist wirklich sehr unkompliziert und lecker. Ein paar Chili-Flöckchen rüber und schwupp ist es auch fertig. Und ich würde sagen, wir braten jetzt den Halloumi-Käse an. So, hier brate ich jetzt gerade den Halloumi-Käse an. Von beiden Seiten ungefähr so 2 bis 3 Minuten auf mittlerer Hitze. Der Käse sollte von außen natürlich nur ein bisschen bräunlich werden und nicht richtig so richtig kross angebraten. Man kann es nachher super aufschneiden. Und die Frage ist, warum bratst du es an, wenn es nachher wieder kalt wird? Ich finde, das schmeckt man sehr raus auf Sandwiches, ob der Halloumi-Käse gebraten ist oder nicht. Ich brate ihn immer so leicht an, versuche ihn dann in kleine Stücke zu schneiden, auf die Sandwiches zu legen. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker, wenn man es anbrät, gerade in Olivenöl. Das schmeckt wirklich grandios. Weil einfach so, finde ich, schmeckt er jetzt nicht so toll. Angebraten ist das Ganze gerade auf Sandwiches genau richtig. So, jetzt dreht der Halloumi-Käse schön von beiden Seiten. So sieht's aus, gleich gewendet und dann ist er auch gleich fertig.
wirklich, wirklich sehr lecker. Gerade wenn der Käse schon so ein bisschen zerläuft. Sandwiches bereit für den Transport nach draußen. Ich habe sie nach Lust und Laune belegt und quer durchgeschnitten und sie sehen sehr, sehr lecker aus und es riecht auch wirklich fantastisch hier. Die Sandwiches ziehen gleich um in den Picknickkorb. Ich freue mich sehr auf das leckere Essen draußen und ja, und das Dessert, das wird auch köstlich. Wir kommen jetzt zum Dessert. Das ist ganz, ganz einfach und sehr, sehr lecker. Und ach, muss ich noch mehr dazu sagen? Also, wir legen los mit jeder Menge frischer deutscher Erdbeeren. Ganz, ganz lecker vom Wochenmarkt. Ach, ich liebe die Erdbeerzeit. Hier haben wir ein Dinkel-Hafer-Crunchy-Müsli von Alnatura, was ich liebe. Und ich muss euch sagen, meine kleine, mega große Schwäche ist Kit Kat Chunky. Wirklich sehr lecker. Lass dich überraschen. Und hier vom Probamel das Breakfast-Frühstücks, diesen Breakfast-Frühstücks-Joghurt, der ja eigentlich kein Joghurt ist, aber egal. Ihr wisst schon, der auf Soja-Basis. Und das Dessert ist super easy, super einfach und so lecker. Und legen wir los. Jetzt fertig, wirklich sehr leicht, sehr, sehr lecker und hat das gewisse Etwas, ja, wirklich köstlich, auch fertig zum Servieren. Ich habe das Ganze jetzt in ein ganz kleines, sauberes Marmeladenglas getan. Die Deckel passen auch rauf, wunderbar zum Transportieren. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber es kommt wirklich sehr, sehr gut an. Ja, hier ist das leckere zweite Gläschen, was wir noch mitnehmen werden und ich freue mich wirklich sehr. Ein easy peasy Sommerdessert mit dem gewissen Etwas, schmeckt klasse, kann ich euch nur empfehlen und ist auch als Frühstück nicht zu verachten. Natürlich werden wir jetzt auch zusammen probieren. Ich habe mir so ein Sandwich direkt aus dem Stapel gezogen und werde jetzt hineinbeißen. Super lecker, super köstlich. Die Soße dazu ist wirklich sehr, sehr pikant und wirklich lecker. Und so ein Sandwich draußen in der Sonne ist doch super genial. Ja. Warum nicht öfter mal picknicken? Ist so easy, so leicht, so wenig Vorbereitung und macht einfach total Spaß. Diese Sandwiches gehören wirklich zu meinen Lieblings-Sandwiches. Die Soße ist richtig gut pikant und ich liebe Halloumi-Käse. Ja, einfach köstlich und das Vogelgezwitscher macht das Ganze noch richtig, richtig gemütlich und richtig sommerlich. So, jetzt ist das Dessert dran. Eine coole Kombi.
Sojajoghurt, frische Erdbeeren und ja, dieses KitKat Chunky etwas abgewandelt. Ja, mein sehr großes Laster, muss ich sagen, aber sehr, sehr lecker. Und ich liebe einfach dieses Dessert. Lecker. Wirklich sehr, sehr köstlich. Dieser Hauch von Schokolade schmeckt einfach total genial und ist genau das Richtige für einen schönen, schönen Sommertag. Und ich muss sagen, zum Glück habe ich mehrere gemacht. Ich liebe ja Picknick und hier ist auch schon der Teufel los. Viele Leute gehen raus und genießen das Wetter. Seht ihr? Ich bin hier nicht die Einzige am Stadtrand, am Landrand. Hallo! Ja, es geht hier ab, draußen in der Natur. Nichtsdestotrotz war das Picknick sehr, sehr lecker. Ja, mach es unbedingt mal nach. Es geht sehr, sehr schnell, wenig Vorbereitung und raus in die Natur und die Erdbeeren. Ach, ich muss sagen, wirklich, wirklich köstlich. So, das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Eine super Sandwich-Idee, die schnell geht und das Essen draußen doch wirklich noch viel, viel schöner macht. Und du klickst dich gleich morgen wieder auf meinen Kanal, wenn ich ein neues Rezept in meiner Küche kreiere. Bis dahin, hab eine schöne, schöne Woche und bis ganz bald. Tschüss!